Hallo meine Lieben, weil doch immer wieder Fragen auftauchen, wie mache ich das perfekte Grießockerl, was für Grieß nehme ich daher, wie lange koche ich die, kriegt ihr heute ein Update von mir. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu, heute mache ich mit drei verschiedenen Grießen die Grießnockerl. Wir haben einmal den Hartweizengrieß, einmal den Weichweizengrieß und den speziellen Nockerlgrieß. Der Unterschied beim Grießnockerl, das werdet ihr genau sehen, aber preislicher Unterschied ist massiv. Der Weichweizengrieß kostet ein Kilo 1 bis 2 Euro, der Hartweizengrieß kostet ein Kilo 2 bis 4 Euro und der Nockerlgrieß, den lassen Sie sich richtig zahlen, kostet ein Kilo, ich habe es hochgerechnet, 1,21 Euro für so Backel, also das sind 160 Gramm, das sind zwei Backel, sind wir bei 8 Euro für ein Kilo. Wir starten, wir brauchen eine Schüssel, wir brauchen einen Schneebesen, wir brauchen Butter, Eier haben wir da und wir starten mit dem klassischen Nockerlgrieß. Da machen wir das Rezept, so wie es hinten drauf steht. Rezept: 80 Gramm Weizengrieß, Nockerlgrieß, das sind genau also Backel. 30 Gramm weiche Butter und ein frisches, mittelgroßes Ei und eine Prise Salz. Salz haben wir vergessen, brauchen wir die anderen Nockerl nicht leer. So, dann starten wir mal ein. 30 Gramm Butter, schaut euch bei der Butter an, dass die zimmertemperiert ist und hat sich leichter beim Verrieren. 30 Gramm. Okay. 32 Gramm. Perfekt. Dann ein mittelgroßes Ei am Schock. Rein damit. Das rühren wir jetzt einmal glatt. Ich sehe, wenn die Butter jetzt nicht weich ist, dann rührt es einmal die Augen. Man muss halt auch eine Kettenwissenschaft draus machen. Einfach ein bisschen verrieren. Dann gleich die Prise Salz rein. Ich nehme in dem Fall jetzt vier Finger. Rein damit. Und dann knallen wir unseren Nockerlgrieß rein. Aufschneiden. Sind in dem Fall 80 Gramm. Rein damit. Und verrühren. Wichtig ist, weil egal was im Grill rein ist, dass sich die Butter gleich auflöst und die in die Masse reingeht. Weil sonst, da wo die Butter, wenn du so flanke Butter drin hast, die schmilzt dann und dann reißt sich das Grill noch drauf. So. Das war jetzt einmal gleich extra rein. Grillmasse Nummer 1 ist fertig. Und ich lasse es gern jetzt ungefähr eine halbe Stunde im Kühlschrank rosten. Ich mache jetzt aber die anderen zwei Massen an. Da, schaut, dass wir wissen, was war. Zack, rein damit. Und auf die Seite. So, das nächste. Da nehmen wir jetzt wieder das klassische Rezept von meiner Oma. Ei, schwer Butter, doppelt Grieß. Ein Ei. Hat ungefähr 50 Gramm, so ein mittelgroßes Ei. Rein damit. Sehen wir gleich. 55 Gramm in dem Fall. Eischer Butter, da nehmen wir jetzt 55 Gramm Butter dazu. Zuerst das Ei wieder verrühren. So, auf Tara. 55 Gramm Butter. Wieder eine Prise Salz. Eischer Butter haben wir jetzt, 55 Gramm Ei, 55 Gramm Butter. Und doppelt Grieß, das dann 110 Gramm. Da brauchen wir 110 Gramm. Das ist jetzt der Weichweizen. 111, ihr werdet es mir verzeihen. Auch wieder ordentlich verrühren, sodass sich die Butter schön auflöst. Ihr werdet sehen, der Grießnocker ist korrekt rein. Es braucht aber ein bisschen Geduld. Speziell beim Kochen. Im Kochen lasse ich euch dann den Timer mitlaufen, damit ihr genau seht, wie lange die Grießnockerl bei mir kochen. Und vor allem, wie sie kochen. Grießnockerlmasse Nummer 2 fertig. Aber wenn du da denkst, dass der Nockerlgrieß 8 Euro der Kilo kostet und für 2 Kilo, für 2 Euro oder für 1 Euro kriegst du einen normalen Grieß, dann kannst du echt viel Grießnockerl machen. So, Masse Nummer 3. Wir machen wieder weiter. Ein Ei. Wieder das klassische Rezept von meiner Oma. Eischer Butter, wie viel hat das? 50 Gramm heute.
Dann haben wir ein 50 Gramm Butter, das Ei wird verkühlen, das heißt wieder. Und dann mal leichter. Gramm Butter. Das wieder gescheit verkühlen. Und jetzt nehmen wir den Hartweizengrieß her. Da das Schüben rein, dass wir wissen, Weichweizen. In dem Fall sind es jetzt 100 Gramm, weil es waren ja 50 Gramm, das doppelte Grieß, 100 Gramm Grieß. So, 100 Gramm sind drin, ordentlich verrühren. Und das war es dann eigentlich schon. Grießlockermasse Nummer 3, in dem Fall schon fertig. Also der Grießlocker, das kann ja nicht schlecht werden, weil so viel Butter wieder drin ist. Das ist, kann nur geil sein. Mit dem Hartweizengrieß. So. Die drei Grießlockermassen kommen jetzt für eine Viertelstunde in den Kühlschrank. Und dann drehen wir sie ab und kochen wir sie ein. Dabei wir auf die Grießlockerl warten, dass die ein bisschen durchziehen, was passiert dann? Der Grieß saugt sie an mit der Feuchtigkeit und quält ein bisschen auf und kocht dann schöner. Können wir dabei schon mal unser Wasser würzen, weil was passiert, so ein Grießlockerl, seht ihr, die machen wir recht klein und die kochen wir dann ein. Und dann werden sie ungefähr 1,5 bis 2-mal, 3-mal so groß, wie wir sie einkochen. Und was geht denn rein in das Grießlockerl? Das Wasser. Und wenn das Wasser da noch nicht schmeckt, dann schmeckt das Grießlockerl dann auch noch nichts. Also mit einem rein einen Suppenwürfel. Ihr könnt es ja in einer Rindsuppe kochen. Das wäre ein bisschen schade in die Rindsuppen, weil da geht da schwappt doch einiges an Butter raus. Und ordentlich Salz. So dass der Fond ein bisschen nachher schmeckt. Wenn jetzt gute 10 Finger und einen Rindsuppenwürfel auf 3 Liter Wasser, das sollte gut reichen. Hoppala. Kosten wir nochmal. Ja. Nur dass ein bisschen Grundwürze drin ist. So, unsere Grießlockermassen haben wir jetzt Viertelstunde, 20 Minuten im Kühlschrank gerastet und jetzt drehen wir sie ab. Was ich jetzt mache, so, da haben wir ein Hartweizengrieß, das ihr seht, dann haben wir da ein Weichweizengrieß und den Nockerlgrieß. Und wir machen jetzt drei Varianten des Grießnockerl. Variante Nummer 1 aus dem Nockerlgrieß, drehen wir die klassischen Grießnockerl. Ein bisschen was abstechen und ein schönes Nockerl drehen mit dem Löffel, schaut mal her. So, immer nach hinten streichen und ein bisschen Druck ausüben beim Drehen. Drücken, 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 die Spitzen von hinten weg. Und dann schauen, wo haben wir es? Weichweizengrieß, Hartweizengrieß, Nockerlgrieß. Und dann haben wir es da her. Das schaut jetzt schon schön aus, das Grießnockerl. Und das nächste. Und so drehen wir ein Nockerl nach dem anderen ab. Ja, ich sage es euch nochmal, ein bisschen drücken. Das ist ein bisschen ausgearschtig, das ist ein bisschen zusammendrücken, zusammendrücken. Das ist eine reine Übungsgeschichte. Ab 1000 Nockerl bis perfekt. Schön abdrehen, die Spitze ein bisschen weg. Zack, zack. Und raus damit. So schaut's aus. Dann aus dem Weichweizengrieß machen wir handgerade Nockerl. Auch mit einem Löffel. Das in die Hand und in der Hand abdrehen. Da brauchen wir immer ein bisschen Wasser. Das gut, gerne ins Kochwasser rein. Und mit der Hand abdrehen. So hat es die Oma immer gemacht. Schauen gleich ein bisschen anders aus. Aber auch wunderschöne Nockerl. Ich schaue natürlich heute, dass sie ungefähr gleich groß sind. Von der Menge her. Damit die vom Kochen her dann nicht unterschiedlich lang brauchen. So. Unsere Weichweizen-Nockerl. Nochmal ein bisschen eins. Die Oma hat das übrigens viel besser kennen. Wie ihr seht, ich bin da eher der 2-Löffel-Fraktion. Aber das schaffen wir schon. Wichtig ist auch, schaut es mal her, den Nockerl draht so offene Stelle, das soll nicht sein. Das muss alles zu sein, weil da geht das Wasser rein und da reißen euch die Nockerl dann auf. So. Na, komm jetzt. Oma, schauen wir nicht zu. Das nächste Nockerl. Und aus dem Hartweizengrieß, da machen wir kleine Knäderl. Damit wir dann beim Kochen auch wissen, was was war. Grießlockerl sind fertig, das Wasser kocht oder der Fond kocht. Und jetzt geht es auch schon ans Einkochen. Das ist ganz wichtig, das Wasser muss sprudeln kochen. Warum sprudeln? Weil sonst sinken die Grießlockerl gleich nach unten, das tun sie sowieso. Aber dann poppen sie am Boden fest und das wollen wir nicht. Deswegen mache ich auch gerne so ein Backpapier drunter.
Weil da kannst du nämlich die ganzen Grießlockerl auf einmal einkochen. Schaut her. So, die Weichweizen-Grießlockerl. Rein damit. Und schwimmen schon. Die Hartweizen-Grießknödel in dem Fall. Rein damit. Und die Original-Grießnockerl. Grießnockerl. Rein damit. Jetzt ist wichtig, ein bisschen schütteln. Zärtlich. Damit die am Boden nicht abpappen. Und jetzt lassen wir es so kochen. Sprudeln, bis die Nockerl zum Steigen anfangen. Ich habe übrigens von jedem Nockerl eins herauslassen. Ah ja, genau, und das schaut man ein. Zack. Weiter los. Da seht ihr genau, wie lange die Nockerl kochen. Jetzt schütteln. Wenn es übrigens jetzt noch keine Grießsuppe ist, also die Nockerl komplett auseinandergezahlt hat, dann schaut es einmal ganz gut aus, wie wenn die Nockerl was wären dann. Sonst werden sie jetzt schon zu fallen. Ich habe übrigens von jedem eins rauslassen. Punkt 1, dass wir wissen, was dann was für Form ist. Und Punkt 2, damit ihr seht, wie viel an Volumen die Grießnockerl zunehmen. So, ihr seht eh, Wasser kocht. Natürlich durch das Einkochen ist es ein bisschen Temperatur nach oben gegangen. Ein bisschen aufkürzen kochen. Aber sprudelnd kochen soll das Wasser. Wenn die Grießnockerl dann schweben anfangen, dann schaltet man Temperatur zurück, dann den Deckel drauf und dann braucht man Geduld. Kommt, kommt's, steigt's auf, hebt's euch empor, fangt's zum Schwimmen an, ihr könnt das. Schaut, da kommt schon. Man redet davon und das erste Nockerl fängt schon zum Steigen an. Jetzt kommen sie nacheinander. Eins am anderen kommt jetzt von den Nockerl und von den Knädeln. Deswegen immer so ein bisschen schütteln, weil sollte eins am Boden anpappt ist sein, dann dass sie nach oben kommen können. Genau. Ja, genau. Genau so soll es ausschauen. Also jetzt. Zerfallen dann sich jetzt nicht mehr, hat die Knödel sind auch da, heben auch. Wo sind die Oma-Tragen-Grießnockerl, die mit dem, da kommt noch eins, ich sehe die handgedrehten Grießnockerl mit dem Weichweizengrieß, also das sind die Hartweizengrießen, also das sind die Nockerl-Grießnockerl, das sind die Weichweizengrießnockerl und die Knödel sind die Hartweizengrießnockerl. So. Alles steigt, jetzt wichtig, Deckel drauf. Und Temperatur reduzieren. Das soll jetzt nicht mehr wie köcheln. Das ist das Maximum. So ganz leicht dahin köcheln. Ihr seht, die Grießnockerl köcheln vor sich hin. Ganz leicht. Maximum so. Wenn es jetzt reingreifst, sind die noch bockhart? Dann denkst du, das wird nie was. Es wird nur Geduld. Grießnockerl schwimmen jetzt seit 15 Minuten, fast 16 Minuten. Schaut mal, das Wasser hat immer nur so dahin geköchelt. Und schauen uns an, wie sie jetzt ausschauen. So, da haben wir mal unseren Hartweizengrießknödel. Schaut mal, da ist schon einiges gegessen worden. Dann haben wir das Weichweizengrießnockerl. Das ist auch schon, schaut mal, einiges größer geworden. Und dann haben wir noch unser klassisches Grießnockerl-Grießnockerl. Oh, das ist auch schon richtig groß geworden. Fertig sind sie immer noch nicht. Wir sind bei Minute 16, in Minute 17. Aber jetzt schneiden wir sie mal auf und schauen uns das mal an, was da jetzt passiert ist. Also, das sehe ich am Schneiden. Die haben da einen richtigen harten Kern. Und relativ viel. Manche mögen das gern. Ich mag es, wenn es ein bisschen einen Kern hat, aber nicht zu viel. So wie außen, so soll es dann überall schauen. Seite auf. Das war das Grießnockerl-Grieß. Das ist das Weichweizen-Grießnockerl. Hat auch noch einen harten Kern. Und das ist unser Hartweizen-Grießnockerl. Das hat noch einen richtigen Kern. Das dauert übrigens am längsten zum Kochen. Kosten wir es einmal. Schmeckt man jetzt schon gern. Mit einer hausgemachten Rindsuppe findest du jeden Preis. Übrigens, wo mich total gefreut hat, wenn es den Kanal liked, also mein Video liked, den Kanal abonniert, da war mir echt geholfen. Jetzt, ich grüße noch gerne. Schmeckt das? Ihr seht ja, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Grüße noch gerne kochen die ganze Zeit so leicht vor sich hin.
Die sind jetzt nochmal einiges größer geworden. Dauern aber immer noch ein bisschen. Und die Grillsocker sind jetzt seit 30 Minuten drinnen. Machen wir das nächste Mal, schauen wir wieder, wie es ausschaut. Sei es wie sei, stimmt die Kurbel am Zeit, Deckel wieder drauf, brauche ich immer noch ein bisschen. Schauen wir wieder rein. Das. Grillsocker, Grillsocker. Ah, schaut's her. Der Kern viel kleiner, wie zuerst war das als Kern, jetzt ist nur da der Kern. Das wird schon perfekt. Und das Weichweizen-Grillsockerl. Ah. Jetzt, da war das alles Kern, jetzt haben wir nur da so einen kleinen Kern. Perfekt. Und beim Hartweizen-Grillsockerl wird er auch schon kleiner, dauert aber nur länger. So, die Grillsockerl sind jetzt 40 Minuten drin. Köcheln so vor sich hin. Oh, schaut sich das mal an. Ich habe natürlich nebenbei eine Rindsuppe geschützt, weil ich muss die Grillsockerl dann essen. Nicht alle, aber. Eine schöne Portion Rindsuppen werden wir jetzt dann schon gönnen mit dem Grillsockerl. Oh, schaut euch das an. Wieder um einiges größer geworden. Grillsockerl, Grillsnockerl. Weichweizen, Grillsnockerl. Und Hartweizen, Grillsknödel. Jetzt schaut es mal her. Ich bin gespannt. Perfekt. Kern wird wieder kleiner. So kann, also ich mag es jetzt, ich finde es jetzt geil so. Gerne noch 5 Minuten kochen lassen und ist der Kern auch weg. Das Weichweizen-Grillsnockerl, fast kein Kern mehr. Für mich ist das perfekte Grillsnockerl. Und der Hartweizen-Grillsnockerl, der braucht immer noch ein bisschen. So, die Grillsnockerl haben wir jetzt 47, fast 50 Minuten gekocht. Jetzt sind sie fertig. Ah, herrlich. Weil also Grillsnockerlsuppen mit einer hausgemachten Rindsuppen, da ist sogar noch Rindfleisch drin. Ah, nur ein bisschen Gemüse. Ah, herrlich, eine volle Mahlzeit. Richtig geil. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, schaut mal her. Wie geil ist denn das? Das ist das Weichweizen-Grillsnockerl. Dann haben wir das Grillsnockerl aus dem Grillsnockerl-Grill. Hartweizen-Grillsknödel. Alle drei geil. Da jetzt eine frische Rindsuppe drauf. Oh, geil. Schön mit Gemüse und Rindfleisch drin. Herrlich. Am verregneten Tag, wie es heute bei mir ist, sicher einer der besten Essen, den man sich nur vorstellen kann. Schreibt es mir in die Kommentare, was euch das noch übrigens am besten gefällt. Von der Form her, das klassisch handgedrehte, das mit den zwei Löffeln dran oder der Knödel. Für mich, ja, da gehört jetzt noch ein Schnittlauch drauf. Ordentlich Schnittlauch. Für mich ist das. Erzählt es mir zu euch. Also für mich persönlich ist ja das klassische Weichweizen-Grillsnockerl eines der besten, weil die hat meine Oma halt immer gemacht. Das ist von der Konsistenz her am grislichsten. Finde ich einfach nur herrlich. Jetzt stechen wir es einmal an. Oh, schaut euch das an. Perfekt. Perfekte Grillsnockerl. Da schaut's. Kein Kern mehr. Wie haben wir da was? Ganz einen leichten Kern, genauso mag ich's. 2 Minuten länger kochen ist der weg. Und das Hartweizen-Grillsnockerl. Hat ein bisschen mehr Kern. Auch geil so zum Essen. Würde ich noch 5 Minuten drin lassen. Ich wünsche euch guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen. Ich glaube, jetzt sind alle Fragen erledigt und lasst sie gut schmecken. Den Timer kann ich übrigens auf Stopp drücken. 50 Minuten Kochzeit für die Grillsnockerl. Könnt ihr nichts falsch machen. Aufpassen, dass das Wasser nicht zu sprudelt. Tschüss, liebe Grüße, euer Mario. So geil. Hammer! Übrigens zum Grillsnockerl-Grill 8,92 Euro fürs Kilo. Tut mir leid, ich nehme einen normalen Weizengrill her. Von der Konsistenz her meine absoluten Favorites. Und der Kilo 1 Euro oder weniger als 1 Euro, da kann ich echt viel Nockerl machen.